Bam! Willkommen zurück zu Mario und Luigi Brothership! Ich habe jetzt genug gekämpft, um endlich Level 5 erreicht zu haben! Yippie! Außerdem sind wir hier im Dschungellook. Kurz vorm Ende würde ich behaupten. Wir haben beim letzten Mal die letzten 4 Schalter aktiviert, damit wir durch das Tor kommen, durch dieses Blütentor. Und alles, was jetzt noch zählt, ist den langen Weg nach oben zu beschreiten, zum Leuchtturm, damit wir Dschungellook wieder mit unserem Schiff verbinden können. So. Mehr ist da auch nicht. Das war's so ziemlich. Und oh Gott, die Viecher sind wirklich schnell. Generell habe ich das gemerkt. Die Gegner sind wirklich schnell. Und es ist wirklich nicht einfach, denen auszuweichen in diesem Spiel. Ich meine, meinetwegen. Wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann bekommt ihr sie auch. Wir sind mittlerweile wirklich stark geworden. Außerdem sind die meisten Gegner nicht so stark. Ich meine, bei dem Gegner habe ich vielleicht noch ein paar Probleme, aber ansonsten ist er auch nicht wirklich schwer. Ja, und nur die Zungenattacke habe ich noch nicht ganz so gut drauf bei dem Vieh. Ansonsten sind sie wirklich einfach. Also ich freue mich wirklich sehr, wenn wir endlich wieder neue Attacken beigebracht bekommen. Irgendwelche Draw-Moves oder so. Weil es langsam wirklich Zeit wird für was Neues. Wenn ihr mich fragt. Ein toller Treffer. Der Bart, der hat's geregelt. Was, der Typ lebt noch? Mama mia. Nee, warte mal. Nimm lieber den Sprung. Ich will, dass der hintere auf jeden Fall down geht. Den vorderen kann man besser kontern. Außerdem können wir doch jetzt kontern. Weg mit dem. Bam. Ich würde es besser finden, wenn ich auf ihn springe, dass er sofort explodiert und ich erst danach umkippt und explodiert. Wäre epischer. Aber was soll's. Komm, gehen wir weiter. Wissen, was sich hier rechts noch befindet. Ah, nur ein paar Blöcke. Okay, mehr ist auch nicht. Na gut. Aber wir sollten fast da sein, wenn ich auf die Map schaue. Ja, da oben ist es schon. Mist, ich wollte springen, aber dann habe ich irgendwie doch nicht gedrückt. Also mein Kopf hat gesagt springen, aber meine Hand war nicht auf Controller. Ich weiß auch nicht, du. Ich weiß doch auch nicht. Nee, das sind mir zu viele. Nee. Tut mir sorry, Mann, aber nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Hui. Man kriegt auch keine Penalties, wenn man flieht, also. Machen wir es einfach. Na, machen wir es einfach. So. Danke für den versteckten Block. Und wer scheint aber nicht zu sein? Och man! Muss das? Ich komme nicht an mir vorbei, ne? Dann muss ich wohl kämpfen. Das Spiel lässt mir keine andere Wahl. Na schön! Kriegt ihr halt eure gerechte Strafe. Diese Ranke übrigens. Behalte ich die jetzt, auch wenn ich den Kampf verlasse? Muss er eigentlich, oder? Ich habe es ja jetzt eingesammelt, aber vielleicht sagt das Spiel ja nie. Pech. Gibt's jetzt wieder ab? Keine Ahnung. Und den habe ich zumindest mal getroffen. Endlich. So, und den treffe ich auch aufs Auge. Bam! Weggekickt. Ja, der Typ lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. So, und auf euch wird gesprungen. Was die Sau hält. Das ist wirklich sehr viel Leben. Wir müssen. Das ist eigentlich gut, wenn wir gegen die kämpfen, weil wir müssen wirklich mehr leveln. Wir müssen stärker werden. Jetzt. Sehr gut. Nicht sofort springen, da muss man wirklich ein bisschen Zeit abwarten. Bam. Haben wir jetzt genug Schaden? Jetzt haben wir genug Schaden drauf, dass wir jetzt killen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schon ein halbes Level ab. Ja gut, theoretisch könnte man, wenn man alle Gegner besiegt, vielleicht sogar jetzt schon den nächsten Rang aufsteigen, aber ich will es nicht überstürzen. Muss nicht sein. Blab, blab, blab. Blab, blab, blab. Jaho! Das war einfach, Luigi. Und nun lasst uns diesen Stecker rausziehen. Wir sind endlich fertig hier. Ich sag mal, mit dem Story-Bereich. Es gibt noch eine ganz andere Hälfte dieses Insels. Diese Insel, wo super viel noch zu erkunden ist, aber da kamen wir bisher noch nicht lang. Aber jetzt, wo der Stecker rausgezogen wird,
und der Strom wieder hier fließt, denke ich, wird das ja auch möglich sein. Ich glaube, das ist immer die gleiche Cutscene, also können wir die uns auch ersparen. Ihr wisst ja, was passiert. Zack! Angestöpselt. Juggalog ist nun verfügbar. Und natürlich eingebunden. Und yeah! Der Baum wird immer lebendiger. Sehr schön. Und mein Controller macht das wirklich sehr. Alright. Wo geht's jetzt weiter? Vermutlich weiter nach unten, oder? Vor allem so unten links. Weil unten rechts ist ja schon der Boss. Der erste. Steht der Sommer noch nicht hin. Ach nein! Wenn die sagen, die Inseln sind verbunden, meinen die das wortwörtlich. Die ziehen die Insel einfach mit. Okay, das ist cool. Die Inselanbindung hat gut geklappt. Ja, finde ich auch. Los, fragen wir mal Stromas und Co., ob es was Neues zur Gigaleuchtturminsel gibt. Das klingt doch vielversprechend. Machen wir das. Wo ist er eigentlich? Und können wir schon unsere Strömung ändern? Ah, ich darf noch nicht. Das Spiel lässt mich noch nicht. Aber es würde hier unten weitergehen. Und hier ist halt das Ende von Bereich Numero Uno. Und nicht Numero Dos. Seid ihr neu hier? Ich versuche meiner neuen Freundin hier gerade zu erklären, wie toll Twisterland ist. Ich hoffe, sie findet die Gelegenheit, mal dorthin hinzukommen und Dio der Elfe live zu sehen. Auf Twisterland soll es ein tolles, einzigartiges Gewächs namens Twisterbaum geben. Und dieser Baum wurde angeblich mit Tannenschritten zum Wachsen gebracht. Wow! Ich habe meinen neuen Freund gefragt, ob wir eine Tour durch Dschungelung machen wollen. Dass sich Leute nun so treffen können, das haben wir nur euch zu verdanken. Kein Problem. Ich habe mich mit jemandem angefreundet, der ist gerade von Dschungelok hier zu Besuch. Ich habe ihm was vom Twisterbaum vorgeschwärmt. Jetzt will er den hinaufklettern. Also kommt schon, Freunde. Der Twisterbaum ist jetzt nicht so interessant. Nimm mich mit. Okay. Also ich glaube, hier oben waren wir noch. Doch, hier waren wir schon mal. Hier habe ich einfach die Blöcke ignoriert. Rastet mal, wer sich dort aufhält. Aber unseren kleinen Opi... Den Rüben-Opi, den können wir jetzt noch nicht begrüßen. Denn da kommen wir noch nicht lang. Noch nicht. Das wird aber noch. Stimmt, ist nicht Baugustin jetzt sogar hier? Ah, Mario Luigi! Da seid ihr wieder, ihr zwei! Es gibt Ärger! Hä? Mächtig Ärger! Riesenärger! Mario Luigi, ihr müsst nach Schwanku! Na, was so denn? Chill mal, was ist los? Oh, puh. Ach, jetzt geht's wieder. Das musst du mal einfach nur raus. Der Ärger scheint groß. Was ist denn nur los? Es ist furchtbar, diese Bande ist wieder da und hat die Insel zerlegt. Und diesmal ist ihr Boss mit dabei. Es war unsere Insel droht Gefahr. Mario, Luigi, nun, ihr müsst was tun. Wir brauchen euch jetzt. Bitte rettet Schwankum. Schwankum ist wieder verbunden, also kommt ihr einfach mit der Röhre dorthin. Da drüben, 5 Meter weg von uns. Oh, yeah. Den werdet ihr schon finden. Ja, danke, Kollege. Mario Luigi, ich habe mich schlau gemacht. Also die Welt hier heißt Collectaria. Das wissen wir schon. Und ihr zwei werdet die Insel nicht verbinden und diese Welt wieder ganz machen. Oh, wir würden so gerne dabei mithelfen. Mario Luigi, wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht und wir helfen können. Ja, wir könnten dir helfen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ein paar Läden für euch zu öffnen. Echt? Ihr seid auf die Idee gekommen, die anderen Mitbewohner hier nicht? Das ist traurig irgendwie. Es braucht einen Pilz, damit ihr den Laden eröffnet und nicht irgendwie euch selbst, euch Menschen hier. Weil es schon irgendwie doof ist, dass es auf Capitabora noch gar keine Läden gibt, oder? Auf Capitabora endlich shoppen zu können, wäre euch eine riesengroße Hilfe, nicht wahr? Ja. Wer kümmert uns drum? Macht das. Wenn ich wiederkomme, will ich ja fett einkaufen gehen. Also enttäuscht mich bloß nicht. Okay, ich weiß nicht, warum ich hier lang gegangen bin. Wenn ich schon mal hier bin, mache ich halt die Blöcke mal kaputt, aber... Oh, runterfallen, nein. Eigentlich wollte ich nach Baugustin Ausschau halten, aber irgendwie ist er gar nicht hier. Dabei hat er auch noch extra gesagt, er würde hierher kommen. Das finde ich wirklich ein bisschen seltsam. Vielleicht verspätet er sich auch nur. Er kommt wahrscheinlich genau dann,
wenn wir wieder zurückkommen von dem Chaos, der sich jetzt hier aufpuppen lässt. In Schwankum. Wahrscheinlich sind die Gegner da ganz oben, wo ich dich lang durfte, oder? Das vermute ich jetzt einfach mal. Wir waren ja schon mal letztens wieder auf Schwankum, aber... Kann uns nicht komplett umschauen. Schauen wir mal. Blub, blub, blub. Wenn ich schon mal hier bin, heile ich mich... Oder ich darf nicht. Nein! Waren das diese Boxhandschuhgegner? Die haben ja alles kaputt gemacht. Oh, ihr seid's. Diese Halunken haben ihren Boss geholt. Die Inselbewohner sind in Sicherheit, aber ihre Statue und ihre Kunst. Ich wusste es. Zerstören, zerstören ist gut und alles zerstören macht Spaß. Was bist du denn für ein Donkey Kong? Also gibt alles. So der Vater von den Viechern, der trägt einfach die Kunst auf seinem Rücken. Wie so Schmuck. Der Boss treibt sich im Osten der Insel herum, ihr müsst was tun. Noch so einer. Na, kommt her. Ihr habt mittlerweile gar nichts mehr drauf. Lasst euer Maul also zu. Ihr könnt nicht mitreden. Oder habt ihr mittlerweile Kräfte gewonnen? Glaube ich wohl kaum. Bam. Fahren wir wieder aus, so viel Schaden machen. Aha, die haben eine neue Technik drauf. Oh ja, die sind auch Level 6 jetzt. Verdammt, die sind Level 5. Aber was soll's. Das hindert uns nicht daran. Oh. Oh, wenn dann der Form ist, bedeutet das, wir sollen Hammer machen. Okay. Habe ich jetzt auch mal gelernt. Sehr schön eine Die-Attack gemacht. Da können wir zumindest gut kontern, wenn ich sie drauf kriege. Wenn ich es hinkriege und drauf habe. Wisst ihr, ich verbinde mal meine Wörter. Ja, jetzt Hammer, ne? Beide mal Hammer. Und dann sind sie beide weg. Weg vom Fenster! Wie, der lebt noch? Wie jetzt? Nee, du Kollege. Tschüss! Genau in dem Moment geblockt. Ich hab's nicht gesehen. Oh Mann. Oh, toller Treffer. Zumindest war jetzt down. Diese neuen Hämmer sind wie dafür gemacht, Angriffe mit dem schönen Konter abzuwehren. Knopf drücken und halten und in Stellung zu gehen und zum Zuschlagen loslassen. Ha, hammermäßig kontern. Okay. Warte. Halt den Knopf gedrückt, um den Hammer zu heben und lass ihn los, um zuzuhauen. Lässt du während des gegnerischen Angriffs im richtigen Moment los, führst einen Hammer-Konter aus. Misslingt er jedoch, den Konter auszuführen, leistest du durch Schaden. Okay. Bah, nein! Das ging so schnell, dammit! Aber nicht nochmal! Nicht nochmal mit mir! Mit uns! So, bitte level up. Nein! Ich hab's jetzt nötig! Verdammt! Okay, warte. Stopp. Ganz ruhig, ganz gechillt, das kriegen wir noch hin. Das wird noch. Ja! Ihr seid ja wirklich stark. Wer so gut kämpft, der kann es auch mit dem Boss aufnehmen. Danke. Machen wir es mal. Ich kann es nicht fassen. Steckt tatsächlich Schwankhart dahinter? Schwankhart? Dieser Schwankhart, so ein Lümmel. What? Hat er eine Schwester, Schwankweich? Wo ist er denn? Sag mal, ist er da? Ja, er ist da oben. Okay. Dann nehmen wir die Röhre. Eine direkte Abkürzung, zu wo wir hin müssen. Ja, mit dem Bewohner müssen wir nicht reden. Wir wissen, die sind alle erschüttert. Denen geht's allen nicht gut. Hi, ihr müsst die Jungs mit den Spendierlatzhosen sein. Was? Ich hab noch nicht einmal was gekauft. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um den Riesentypen umzulegen. Na klar. Da könnt ihr ein paar unserer Items bestimmt bestens gebrauchen. Nee, danke, Mann. Brauche ich nicht. Aber nett von dir.
Na, habt ihr was gefunden? Nee. Naja, wenn ich noch Münzen übrig habe, könnt ihr sie gleich dort hinten auch noch im Ausrüstungsladen ausgeben. Ach ja, euer Level. Arbeitet auch schön daran, dass sie immer weiter steigen? Nehmt euch schwächere Monster vor, um euch leveltechnisch auf Bosse vorzubereiten. Ach was. Ich mach's mir extra ein bisschen schwerer und level nicht zu viel. Denn das kann interessant werden, wenn ihr mich fragt. So, einmal abspeichern kurz vom Boss. Kann nie schaden. Okay. Wo rechts? Okay, das ist da rechts. Da ist rechts noch wieder. Warum zum Teufel? Bam! Was ist mit der Brücke passiert, bitte? Okay, jetzt. Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Achso, warum zur Hölle sind hier nochmal diese Blöcke? Wir hatten doch gerade eben erst welche. Bisschen zu nah platziert. Aber warte mal, was ist denn hier los? Dieses Tor da. Das war noch nicht immer da. Mario, da oben. Alles zerstören. Warum kümmert sich keiner mehr um mich? Das nervt. Na gut, dann wird eben weiter zerstört. Ich zerstöre alles. Wie kann er es nur wagen? Verdammt. Damit können wir nichts anfangen. Oder können wir da vielleicht draufhämmern? Nee. Müsst ihr dieses Ding da oben schnappen? Das auf alle Fälle. Haben wir schon mal? Ich meine eigentlich ja, vielleicht auch nicht. Nee? Okay. Dann nee, Spiel. Ja. Ja und ja. Guck, sind da viele von denen. Die haben sich ja jetzt eingenestet. Das können wir so nicht stehen lassen, Freunde. So geht das gar nicht, Digga. Weg da. Kollege. Bam. Schön auf den Kopf gehauen. Hat er verdient. Ein paar Nackenschellen. Und diese kleinen Knospis, die helfen euch. Oh, Mann. Bam. Aha, deine Steine haben nichts zu sagen. Und deine Nuss? Okay, die vielleicht ein bisschen. Darauf war ich nicht super vorbereitet. Aber nicht schlimm. Wir sind ja trotzdem noch stark genug, auch wenn wir nicht Level 6 sind. Und vor allem, wir sind ja schon fast Level 6. Komm schon, das kann doch reichen, oder? Was haben die vor? Wieder? Nein! Nein! Luigi! Okay, der ist weg. Luigi, pass auf! Pass down! Aber ich mag das, dass die Schwierigkeit des Spiels momentan relativ oben liegt. Das gefällt mir. Dann ist es nicht so langweilig. Oho, schaut euch das mal an. Noch zwei Level-Ups für beide und wir erreichen den Panzerrang. Dann sollten wir endlich neue Ausrüstung im Shop finden. Hoffe ich zumindest. Ich wüsste jetzt nicht, was der Rang sonst bedeuten soll. Ja, keine Ahnung. Das müsste es heißen. So. Nimm den Pilz. Komm schon, nimm ihn. Du hast ihn sie verdient, Luigi. Auch wenn er ein Heilblock ist, ich weiß. Egal. Was soll's? Oh, okay. Dann gehen wir direkt weiter. Ja, manchen Kindern kann man wirklich nicht aus dem Weg gehen. Also theoretisch schon, aber es ist so viel Aufwand. Und, oh, ich habe da gerade einen Toll gesehen. Wie toll. Echt so toll. Sehr toll. Bam. Oh, noch ein Toll. So wie der gleiche Typ nochmal. Geil. Ach nee, der hat schon genug gelitten. Lass ihn einfach mal leben. So eine kleine Weile. Der lebt noch? Also den wollte ich nicht am Leben lassen. Nee, du, das geht gar nicht. Da war ja auch nur ein Super. Das reicht schon. Klumbakorn. Aha. Ja, komm. Komm, Luigi. Knall den Typen weg. Schmeiß deinen Hammer weg. Vielleicht ist er ein Bumerang. Vielleicht kommt er ja wieder. Ich meine, wie oft haben Mario und Luigi jetzt einen neuen Hammer bekommen? Mehr oder weniger kann man schon sagen, er kommt immer wieder. Und das Geschenk kommt zu uns. Eine Nuss.
Du hohle Nuss. Ja, das ist eine saftige, leckere Nuss. Und hier sind ein paar von unseren Lichtis. Kommt mal her. Habe ich euch. Sind hier noch mehr auf der Insel? Ja, dort rechts. Die hole ich mir mal eben. Die sind mir jetzt wichtig. Ich glaube, dann haben wir auch alles hier auf der Insel tatsächlich. Oder? Oh, da war noch einer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wusste nur, da war noch einer, glaube ich. Und ja, da war dann wirklich noch einer. Aber ich konnte ihn auch nicht sehen. Na komm, gleichzeitig. Perfekt. Oh, yeah. Wo kommt das denn hin? Okay, nicht da drüben. Hier? Okay, Moment. Lasst uns erstmal alles genauer umschauen. Ja, lasst uns mal alles unter die Lupe nehmen. Ich weiß auch nicht, was ich heute habe. Heute kann ich einfach nicht reden. Heute nicht. Aber morgen ist ein neuer Tag. Mit euch! Von wo stehe ich da überhaupt? Ich stehe da mitten an dem Stein dran. Ich wusste gar nicht, ob man so nah dran gehen kann. Aber, ja, Leute, ihr nervt. Wie wär's, wenn ihr abhauen würdet? Verschwindet! Kommt nie wieder an dieses Land! Geht zurück, von wo ihr herkommt. Aus eurem bösen Land. Aus eurem... Weiß nicht, von wo kommen die überhaupt her? Wir wissen ja gar nicht, wo die herkommen. Dieses Land ist uns noch nicht bekannt. Das war ein toller Treffer, die leben immer noch. Das war über 30 Schaden, komm schon. Aber jetzt haben sie nichts mehr zu melden. Oh yeah. Keine Ahnung, wo die herkommen. Haben die was mit dieser lilanen Kapsel zu tun? Das kann natürlich sein. Dass sie diesen Typen auch eingesperrt haben, diesen Matrosen, den wir gerettet haben. Das kann sein. Na gut, es geht scheinbar hier unten weiter. Also, hoch da. Yeah. Wo geht's jetzt lang? Rechts nicht, also ich nach rechts lang. Diese Logik, oder? Da, oh mein Gott. Hä? Was geht denn da ab? Schau mal da oben. Da ist ja ein so ein Ding, was wir brauchen. Okay, schau mal, warum mal zwei? Habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber scheint wohl so. Puh. Ganz knapp ausgewichen. Oh, lass ihn mich nicht sehen. Da muss ich lang. Hoch da, schnell! Ach, Luigi! Ach, was soll denn der Blödsinn? Jetzt kippt nicht um. Okay, gut. Oh, die haben den Erstangriff gestartet. Nicht gut. Na gut. Vielleicht können wir dann hier nach unseren Rang erhöhen. Wenn wir ganz fleißig kämpfen und leveln. Wäre doch nett, oder? Luigi und Mario fänden das zumindest ganz nett. Bam. Mann, immer diese hohlen Nüsse hier. Haben so viel Verteidigung. Gibt's doch nicht. Weg mit dir. So, einer schon mal weg. Gehen wir auf den Schwächeren. Auf den Stärkeren. Wir gehen nie auf die Schwächeren. Das ist ehrenlos. Geschafft. Kombi-Hammer-Experte. Wir kriegen Sirup. Oh, okay. Cool. Ich habe mich ja immer noch nicht entschieden, ob ich diese Bonus-Mission jetzt noch machen werde oder nicht. Ich meine, wenn ich sie einfach so schaffe, okay, aber ich werde mich jetzt erstmal nicht auf die fokussieren. Wenn ihr wisst, was ich meine. So wichtig sind sie mir im Moment jetzt noch nicht. Wo sind wir denn jetzt runtergefallen? Nein, auch da. Ach, Luigi. Ich mag das nicht. Ich kann Luigi nicht mal richtig neben mir aufstellen. Das gefällt mir so gar nicht. Ja, ho. Okay, da unten geht's weiter. Meinetwegen. Das war's schon. Ach so, ah, hier geht's direkt weiter, okay. Mhm. Hoho. Ja, ho. Was soll das? Ach nee, da drüben. Ich werd fast gesprungen. Gott sei Dank habe ich gewartet. Bam. Da haben wir's. Yeah!
Oh, no! Oh, Gott sei Dank. Oh, nimm du es. Da kann ich zumindest besser ausweichen, wenn wieder so ein Kollege vorbeikommt. Na komm. Was? Hä? Ich bin gerade den Gegner einfach vorbeigelaufen. Hey, yo, kannst du kurz aus dem Weg gehen? Danke, Mann. Werf's rüber, werf's rüber. Komm her. Oh mein Gott, wir mussten nicht gegen ihn kämpfen. Was ein Glück. Ernsthaft? Lass mal liegen. Bam. Du machst das da kaputt. Du machst das da kaputt. Luigi? Was soll das werden? Dann nimm's halt mit. Oh Mann. Wie jetzt? Platzieren. Platzieren! Oh Gott. Bisschen komisch hier. Mit so Steuerung und alles. Aber okay. Okay, wir können direkt beides tragen. Warte, stopp. Lass mal beides liegen. Dann können wir direkt hier gleich alles abholen. Komm schon, lass einfach beides liegen. Wie? Ohohoho. Was soll hier heißen? Ohohoho. Warte. So. Rüber. Ablegen. Haha, kommt nicht durch. Idiot. Das wird jetzt knapp. Oh, das ist wieder so eine goldene Karotte. Die würde ich noch gerne aktivieren. Blam, 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 blam. Oh, yeah. Wieder? Nee, keine bunten Münzen diesmal, nur normale. Schade. Nur normale. Okay, damit sind wir fertig. Wir können auf zum Boss. Aber ob ich den jetzt schon machen sollte? Oder ihn vielleicht... Oh! Ich wurde überrascht. Oder ob ich ihn vielleicht erst das nächste Mal aufsparen sollte? Ich glaube erst das nächste Mal. Ich habe schon einiges drauf. Also sind hier vier Gegner, die so ganz normal gechillt rumstehen, als wäre nichts. Die denken, das wäre ja normaler Montagmorgen für die, aber nein! Das hier ist am Montagmorgen für uns! Yeah! Immer wieder diese Nuss. Okay, das hat gezählt, cool. Hätte ich jetzt nicht zählen lassen, aber danke, Spiel. Mann. Die Lobobs, die tun natürlich nur ihre Nüsse werfen. Ich hoffe, mich loszurennen, damit ich die kontern kann. Pech gehabt, würde ich sagen. Also meiner Stadt, ich habe Pech gehabt. Bam. Exzellent. Und... Bei denen da drüben. Können wir den schon down? Könnte sein. Nein, die sind alle auf einem Leben gefühlt. So. Der erste zerbricht. Der zweite folgt nach. Oh, knapp. Wo ist denn in welche Richtung? Bam. Du brauchst wohl eine Sondereinladung, Kollege, oder? Hau ab. Very good, very nice. Und so würde ich mich auch freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal besucht. In diesem Abenteuer. Und, das können wir schon mal einschöpfen. Oh. Luigi, da mache ich's halt. Idiot. Geht doch. Sehr schön.